So, das ist der zweite Teil zu unserer Übertragung vom Putin-Besuch in Österreich. Ich schalte mal kurz rüber die Kamera, seht ihr hier. Wir können gerade sehen, dass ein Hubschrauber der Polizei die Motoren warm laufen lässt, sich vorbereitet. Es sind drei Polizeihubschrauber hier positioniert worden. Grundsätzlich ist jetzt nicht allzu viel los. Vorher war mal eine Pisteninspektion routinemäßig und es wird vermutet, dass der Chat circa um 12.15 Uhr bis 12.30 Uhr ankommen könnte. Warum wissen wir das? Ja, laut Flugradar 25 Jahre eine russische Präsidentenmaschine unterwegs nach Graz. Das ist offiziell angegeben. Es gibt aber noch eine zweite Maschine, die ist über die Türkei unterwegs und das werden wir jetzt mal sehen. So. Der Hubschrauber ist gerade gestartet, ist noch im Tiefflug und wird jetzt langsam wahrscheinlich auf seine Position gehen. Ich nehme an, dass ein bis zwei Hubschrauber während der Landung observieren werden. Was da dann genau passieren wird, wird man dann eigentlich noch sehen. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht allzu viel. Peter? Okay. Der Kollege ist gerade unterwegs und ich bin gerade mit zwei Kameras filmen. Das ist vielleicht nicht so gescheit, aber ja. Das gehört halt. Ja, warum sage ich mit zwei Kameras? So. Hier sieht man unser gutes Stück, eine Futsch. Die ist für die Aufnahmen zuständig. Hallo Floyd. Ja, die Leute, die hier jetzt am Restaurant stehen, die glauben, dass es demnächst losgehen könnte. Man wird sehen. Wie man eben erkennen kann, geht der Hubschrauber der Polizei auf eine Position über den Seen. Das ist in dem Fall der Querisee und der Sammitzteich. Das ist direkt hinterm Flughafen und in weiterer Folge auch der Schwarze See. Das sind Freizeitzentren, respektive Privatseen, wo man halt auch im Sommer schwimmen gehen kann. So, erste Zuseherfrage. Ja, fliegt die Fliege. Michel Raymond hat den Rücktritt von der österreichischen Außenministerin gefordert. Mehr kann ich dazu aber noch nicht sagen. Das ist jetzt nur eine Forderung gewesen, die eben im Zusammenhang mit dem Putin-Besuch steht. Und da wurde quasi gemeint, dass Diplomatin in dieser Position nicht eben mit so privat fraternisieren darf mit einem Staatsoberhaupt eines anderen Landes. Und Michel Raymond, weil die Frage auch gerade kommt, ist der österreichische EU-Abgeordnete der Grünen im Parlament. Ich glaube, er ist mittlerweile sogar Fraktionssprecher im EU-Parlament. So, jetzt seht ihr mich. Peter, lachen mal in die Kamera. Hi.
Das ist der. Ich wollte heute das Zeichen für die Laune abgeben, ne? Ja, genau, warte einen Moment. So. Das ist der Peter Genau. Hallo. Der Peter Zurg. Wir stehen hier gemeinsam jetzt am Grazer Flughafen und ja, wir stehen uns eigentlich die Beine in den Bauch, wenn man so möchte. Ja, hoffentlich nicht mehr lang. Um 10.47 Uhr war der Abflug dieser IL-96 in Moskau. Und jetzt schauen wir mal, ob eine oder wie manche Gerüchte sagen, zwei Maschinen kommen. Also eine als Ersatzmaschine. Und naja, es deutet alles darauf hin, dass in den nächsten, ich würde mal so sagen, 10 Minuten die Hoffnung durchbricht. Hätte ich genauso gesagt. Was ich natürlich nicht garantieren kann, ist, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier erstens mal live bleiben und vielleicht später nochmal online gehen. Und das Zweite, was ich noch nicht garantieren kann, ist die Frage, ob wir filmen dürfen. Hat einen einfachen Grund, das wird die Polizei dann entscheiden. Was? Die Ursache. Sehr witzig. Seht ihr, da merkt man mal wieder, bei Inside Politics ist nicht seriös. Ja. Warum? Das war doch ganz einfach. Unten der Straßensperre hat man mich gefragt, wo ich hin will. Habe ich gesagt, Codewort Claudia. Daraufhin hat man gesagt, bitte durchfahren, Sie haben erschwerte Umstände. Ja, das war Spaß. Aber du, ich würde sagen, wir sind nur live und wir haben gerade ein paar Zuschauer. Ja, ja. Also. Ist ja alles ernst. Sehr ernst. Ist ja alles ernst, sehr ernst. Und wenn wir schon bei ernsten Dingen sind, reden wir mal Klartext. Wie siehst denn du eigentlich diese Sache, sprich Privatbesuch eines Staatsoberhauptes bei einer Außenministerin? Na, völlig. Ich würde es andersherum sagen. Wenn einer der etwa 10 wichtigsten Personen auf der Welt, aus welchen Gründen auch immer, nach Österreich kommt, dann ist das eine gute Gelegenheit, dass Österreich sich entsprechend professionell präsentiert. Und da gibt es gar nichts zum Herumteuteln. Ne? Jede andere Region wäre hoch erfreut und würde für Begeisterung quasi hüpfen. Nur bei uns gibt es einige Miesmacher. Ich weiß es nicht, ob es Dummheit oder Neid ist, aber ich würde sagen, vielleicht eine Mischung. Michel Raimond hat jetzt zum Beispiel den Rücktritt von der Außenministerin gefordert. Glaubst du, muss er das tun oder hat das einen tieferen Hintergrund? Kannst du noch einmal sagen, wer? Michel Raimond. Wer? Genau. Okay. Der Mann von den Grünen. Ja. Der mit der Tina Wirnsberger zusammen ist. Ja, noch einmal, bitte wer? Okay. Ich würde sagen, das war eine von ihm relativ gut gemachte Aktion, damit er aus dem Schatten irgendwo mit einem kleinen Mikroblitzlicht heraustritt. Weil ich würde sagen, wenn man eine Umfrage macht, wer in Österreich den Herrn kennt, ich glaube, kommt nicht so viel raus. Ja, das ist richtig. Gut, das andere Thema waren natürlich die Kosten. Liste Pilz hat mir diesbezüglich auch schon was zugeschickt. Der Pressesprecher hat nämlich eine Presseaussendung, vorgestern glaube ich war das, ausgesendet, wo die Frage ist, wie viel der ganze Einsatz kosten wird. Zum Vergleich, mittlerweile hat die SPÖ eine Antwort bekommen auf ihre Anfrage bezüglich der Kosten in Wien vom Staatsbesuch im Juni. Und da lag das ungefähr bei, ich glaube, 400.000 bis 450.000 Euro bei 900 Polizisten, die im Einsatz waren. Wie viel es jetzt in der Steiermark sind, da hält sich die Polizei bedeckt. Es sind aber auch Spezialeinheiten im Einsatz, also von der Hundestaffel angefangen über Hubschrauber-Einsatz bis hin zur Cobra ist alles dabei. Also bitte schalt einmal um da auf die Wiese. Mhm. Angeblich sind da mindestens 70 Cobra-Leute versteckt. Nicht? Weißt du, wir kennen ja solche Tarnmuster, irgendwelche Filme, ne? Ja, ja, warte mal. Die Rambos von der Cobra. Ich meine, wir sehen sie nicht, weil sie so perfekt sind. Aber wie gesagt, Spaß ohne. Das, was wesentlich vernünftiger wäre, ist, dass man hier einfach den Tourismus und die Öffentlichkeitsarbeit und alle diese Register spielt. Dann würde ich sagen, also ich gehe da mal davon aus, wenn das in Wien 400 kostet, hat man jetzt da vielleicht 150 kosten. Und dann würde ich sagen, ist das für internationales Werbebudget Peanut. Aber jetzt aber ganz ehrlich, dann können wir ja den Wladimir Putin Flughafen umbenennen, den Flughafen Graz.
Also das hat sich mit dem Schwarzenegger schon nicht bewährt, irgendetwas nach lebenden Personen zu benennen. Ne? Ja. Man weiß ja nie, wie es sich in der Zukunft entwickelt. Nicht? Und wenn ich mir zum Beispiel auch das anschaue, wie es mit den letzten Friedensnobelpreisen war, würde ich sagen, das war eigentlich ein politisierendes Desaster. Ne? Ja. Also eine groteske, würde ich sagen. Jetzt ist gerade das Red Car von der Feuerwehr vorbeigekommen, das habt ihr gerade nicht gesehen. Das könnte sein, dass es noch einmal... Genau dahinter ist es jetzt. Genau, da drüben ist es, hat schon ein Zuschauer gerade gesagt. Ja, also jetzt gesagt, wir bleiben online, das ist das Vernünftigste im Moment. Ja, was soll ich jetzt? Ich guck nicht so herumschreddern, ob das klappt. Sonst ist so verlängerter Quatsch. Na, du, es sind gerade viel Zuschauer. Also, ich sehe gerade, wie gesagt, Polizei, Feuerwehr ist gerade nochmal vorbeigefahren, kann sein, dass die nochmal die Piste vorher prüfen. Das Radar tut auch seinen Dienst. Ja. Also statt dass du auf dem Kastel herumguckst, solltest du lieber schauen, weil ich glaube, sie ist ja rein. Es könnte jetzt sein, dass er die nächste, in der nächsten Zeit kommt. Ja, ich hätte gesagt, du machst hier die Aufnahme und ich mach's gleich live ins Netz. Ja, dann kannst du aber weggehen, weil... Ja. So. Servus, Servus Cheesy. Nein, sind wir nicht. Wir sind keine Putin-Fanboys. Wie schaut der 2000 oder? Ja, 20. So. Ja. Allzu viel scheint jetzt nicht zu sein. Okay, die Landung dürfte aber unmittelbar bevorstehen. Jetzt sitze ich mich gerade, wie ich gerade am Flughafen spazieren gehe. Die Kollegen sind auch schon aufgestellt, da sind jetzt große Kameras. Da läuft schon einiges. Drüben steht die Polizei, die hat auch schon einiges abgesichert. Und das, was man nicht sieht, da hinten ist Genjushin vom russischen Sicherheitsdienst. Die sind da auch schon in Vorbereitung. So. Ich schaue mal Richtung Norden. Da sieht man gerade einen Schöckel. Ja, und da oben ist der Hubschrauber, mit dem wir die Sendung gestartet haben. Ah ja, übrigens, wenn wir hier schon bei persönlichen Problemen sind, ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem mit irgendwem.
Wladimir Putin, ja, ich habe ihn schon mal gesehen, eben in Wien draußen im Juni 2018, also erst vor 2 Monaten. Ja, ich meine, das, da war nicht so viel Besonderes. Ist eher so, dass man sagen kann, ist halt auch ein Mensch. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, zurück zur Berichterstattung. Zurück zur Berichterstattung. Ja, ich glaube, das muss man durchaus ansprechen. Jeder, der in der Weltpolitik mitspielt, dürfte wahrscheinlich, sage ich mal, nicht nur die ein oder andere moralische, sondern auch die ein oder andere weltpolitisch fragwürdige Tat begehen. Und wenn man davon ausgeht, dass es hier doch einige strategische Fragen gibt in Tschetschenien, in Moskau oder also in Russland oder auch anderswo, dann kann man natürlich sagen, nicht jeder Mord, den ein Präsident beauftragt, ist vielleicht, sage ich mal, gedeckt. Aber das sind moralische Fragen. Ich will das jetzt nicht so sehr bewerten an der Stelle. So, gehen wir zurück. Oh, können wir? Aha, warte mal. So, hier sieht man jetzt gerade, da ist eine Auermaschine gelandet. Und Christoph, ich will da nichts relativieren. Wir machen da jetzt eine normale Berichterstattung. Und wir können uns über Wladimir Putin sicher nicht mehr beim Politagebuch oder beim Café unterhalten. Aber jetzt nochmal geht es hier wirklich nur darum, neutral die Landung zu dokumentieren und auch ein bisschen über die politische Dimension zu sprechen. Ihr habt sie vorhin Peter gehört. Es wird jedenfalls es wird jedenfalls in der Europäischen Union einige Fragen geben, die zu klären sind. Und ja, mehr kann ich da noch nicht allzu sehr sagen. So, da ist auch niemand. Wenn es jemand übrigens wissen will, hier ist das Pressezentrum, was eingerichtet wurde. Und weil der Kollege Sulzbacher ja immer wieder die Buffets fotografiert, sieht man die Mineralwasserflaschen, die es gibt. Mehr als Mineralwasserflaschen und Gummibärli gibt es diesmal nicht. Ich muss aufpassen, sonst wird diese Sendung noch von der Qualität her Video 24 Live-Reportage. So. Versuche mich gerade zu orientieren. Üblicherweise ist es so 1 bis 2 Minuten Seiten. Da gibt es die Trainspotter sind auch schon da. Das ist 2 Minuten Flugzeit Unterschied, das heißt, wenn eine Maschine startet, hat die nächste sozusagen 2 Minuten zu warten. Damit da nichts passiert. So, und da kommt er. So, das ist sie. Gelandet. Wladimir Putins Präsidentenmaschine ist in Graz gelandet.
Wir werden natürlich dann noch eigene Videos diesbezüglich veröffentlichen, weil der Peter hat gerade eine bessere Kamera in der Hand und ich habe sie wirklich nur auf dem Smartphone jetzt gerade live gestellt. Die Maschine, die hier gelandet ist, ist eine Yushin 96-300 PU, wenn ich mich jetzt nicht irre, als die Abkürzung. Das und wie man hier sehen kann, wird jetzt Richtung Gate gefahren. Ja, die Yushin 96-300 PU ist eine Spezialvariante für den russischen Staat gebaut, also als Präsidentenmaschine, respektive auch für die Ministerpräsidenten und Regierungsmitglieder. Es gibt nur 6 Stück davon. Und eine davon sehen wir jetzt gerade. Eben eine zweite, ich glaube, das ist eine Yushin 76, die ist weiter hinten geparkt. Und was ihr auch hier sehen könnt, hier ist ein normaler Verkehr noch. Da steigen gerade noch Touristen aus, Passagiere. Aus der Auermaschine und da rollt langsam die Yushin nach vor. Ja, hier am Parkdeck, also hier am Deck oben sind ca. 100 Leute, Polizei hat nichts abgesperrt, steht aber auf entsprechender Position. Mal es wird noch einige Augenblicke bis Minuten dauern, bis ihr dann live den russischen Präsidenten sehen könnt, wie er die Maschine verlässt. Wir wechseln dann später ins Inside-Politik-Studio am Service-Teil. Da machen wir dann die eigene Berichterstattung, aber dazu dann mehr. Zu einem anderen Zeitpunkt. Okay. Da scheint mir fast so, dass wir nicht allzu viel zoomen werden. Ja, da scheint so, als ob der russische Präsident auf die abgewandte Seite, auf der abgewandten Seite erscheinen wird. Bitte! Wir sind gerade auf Live-Sendung. So. Ja.
Peter? Komm da her. So, ja, eindeutig, der russische Präsident wird auf der anderen Seite aussteigen, das heißt, wir sehen gar nichts. Peter? Kannst du runtergehen? So, also zum Publikum, auf der, zum Publikum abgesperrten Seite, wie der russische Präsident jetzt aussteigt, wir können jetzt gar nichts sagen. Was wir hier sehen, ist halt die Sicherheitsdepartement der Polizei, auch ausgestattet mit SPD 77, aber Steyr auch. Und ja, die Kollegen vom ORF, vom Service TV und der 24, die sind dann auch gerade fleißig. Aber ihr seht allzu viel. Können wir aber gerade nicht euch zeigen. So. Hatten wir auf dem Flugradar. Das ist die RA-1790-23. Aber das ist allzu viel, kann ich jetzt wieder nicht berichten. Und wegen deinem vorgeschobenen Deck können wir irgendwie auch noch nicht mitsehen. Ich habe den Peter runtergeschickt, er wird wahrscheinlich unten fotografieren. Aber allzu viel kann ich euch jetzt in dem Moment nicht sagen. So, ich wollte jetzt auch für uns den Licht sozusagen jetzt langsam an der Zeit sein, dass ich mal kurz runtergehe. Aber ja, so, ganz nicht allzu viel los. So, ja. Jetzt tun wir kurz mal in die Flughalle runterfilmen. Ihr seht, hier ist normaler Flugbetrieb, das heißt für uns, ich sehe gerade mehrere Fahrzeuge draußen, ihr seht das glaube ich auch ganz gut, das heißt eigentlich für uns nur eines, dass anscheinend der drübere Zugang vom Flughafen gerade abgesperrt ist, dort wird wahrscheinlich jetzt eine Sicherheitsschneise entstanden sein und ja, da kann es dann auch sein, dass entweder ein Helikopterstart wie geplant oder eine Fahrzeugkolonne, also entweder ein Helikopter startet in die Südsteiermark oder die Fahrzeugkolonne wird sich heute halt dann entsprechend in Bewegung setzen. Das heißt übrigens, ihr findet das auf Inside. Echt? Ich bin zu leise. Okay. Ihr findet das auf Inside Politics.at.
Da könnt ihr euch anschauen, wo die Sperren wären, wenn eben eine Fahrzeugkolonne sich in Bewegung setzt. Aber ich kann derzeit so viel sagen, ich sehe nichts. RGA live. So. Jetzt hat er wirklich was. Ah ja. Die steht jetzt da. Okay. Peter hat das auch vorher gesagt gehabt. Hier, das ist die zweite Maschine von den Russen und die kann man übrigens, am Heck sieht man das, mit einem Maschinengewehr oder besser gesagt einer Nullmann-Maschinenkanone ausstatten. Die ist hier dearmiert. Da sind ein paar Polizeiwagen. Da vorne ist das Restaurant. Da finden wir jetzt mal nicht. Aber ja, allzu viel kann ich von hier auch nicht sehen. Du bist der Hangar, also ja. Achso. Und da ist eine Staffel der Polizei. Mit Motorrädern ausgestattet. Es könnte sein, dass da hier unten weitergeht. Achso, ja. Der Fluglärm war ja natürlich auch entsprechend. So, also ihr seht, der Grazer Flughafen ist ein entsprechendes Sicherheitsdetachement von der Polizei. Das ist übrigens der Tower. Da ganz hinten war vorher auch eine große Kolonne von Polizeifahrzeugen. Und ja. Der kommt natürlich jetzt gerade direkt ins Bild. Naja, allzu viel kann ich da jetzt nicht sehen. Ja. Okay. Ich muss mal mein Gepäck holen. Und dann reden wir nochmal weiter. Der Putin da raus? Ja, ja, in der Richtung. So, in der Zwischenzeit, während ich immer mehr Zeit hole, ja, gibt es Fragen? Oh, eine größere Kanone. Entschuldigung, Presse. Danke. So, eigentlich auch interessant, was man mit YouTube machen kann. Kollegen in Blau waren auch gerade wieder unterwegs. Ja. So. So.
Ja, allzu viel sieht man hier nicht mehr. Das ist jetzt eigentlich so. Wie kann man sich das eigentlich derzeit vorstellen? Entschuldigung. Ich werde kurz einmal versuchen, mit relativ primitiven Mitteln leicht zu zeigen, wie das Ganze ausschaut. Aus Südengland, wie man da grüßt, das ist wunderschön. So, also hier ist das Restaurant, da ist das Parkdeck, da ist die Maschine, also die Orange Cup ist die Präsidentenmaschine. Putin ist hier ausgestiegen auf der Rückseite, die wir nicht sehen können. Und hier steht die zweite Security-Maschine und da ist sozusagen alles blockiert. Das heißt, die Leute stehen hier und können maximal ungefähr hier müsste der Ausgang vom Hangarbereich sein. Dort zuschauen. Das ist jetzt alles sehr primitiv und sehr schnell gemacht, aber nur damit ihr mal grundsätzlich seht, mit welcher Situation wir da gerade konfrontiert sind, sagen kann. Ja, ein bisschen was zu tun halt, und wenn man schon live geht und euch das so anbietet und als Alternative zur 24 Konferenz versuchen wir es halt auch ein bisschen seriöser und mehr authentisch rüberzubringen. Ja, Kollege Zurück ist unten und ja, ich gehe jetzt da runter nochmal, schau, was ich noch bringen kann. Und allzu viel war es dann doch nicht. Also Pressekonferenz etc. wird es ja nicht dazu geben. Weil es halt ein inoffizieller Besuch ist. Interessante Geschichte aber noch. Die Kollegin hat heute in der Früh einen Scherz gemacht. Die hat nämlich von der William und Kate Hochzeit eine Tasse, die man halt so als Merchandise kaufen kann, bei uns im Redaktionschat reingestellt und hat auch ein bisschen für Gelächter gesorgt, aber ich meinte, ja, wir könnten ja auch jetzt eine eigene Tassenserie mit dem Herrn Meininger und der Frau Kneißl aufsetzen, wo man... Warte, Entschuldige, ich bin gerade live auf Sendung, wie? Ach, leider, das ist was gemeint. Wir sind live auf Sendung gerade, ja? Ist er unten schon, oder? Okay, Entschuldige, das war gerade die Kollegin vom ORF und ja, wir rennen gerade, wie ist es jetzt, weil ich renne gerade, anscheinend hat wieder keiner eine Ahnung, so unten ist unser Sicherheitsleit, interessant. Jetzt wird es Zeit, dass ich meinen Schnitt raushänge. So. Ja. Danke dir. So, und ihr seht hier, ist nicht allzu sehen. Der übliche Tross an Touristen, Fluggästen etc., die halt jetzt unterwegs sein wollen. Wir haben übrigens auch einmal schon
Vorfeld nachgefragt, wie das eigentlich so wäre, wenn jemand einen Flug verpasst, weil er gerade zu spät aufgrund der Verschiebungen rund um den Putin-Staatsbesuch kommt. Sprich, jemand fliegt von Graz weg, von Frankfurt und verpasst dazu einen Anschlussflug nach wo auch immer hin. Dann heißt es ja, dass die Fluglinien dafür zuständig sind, aber es könnte durchaus möglich sein, dass diese sich dann an der Republik Österreich sozusagen halten werden und diese verkranken. Das kann ich aber derzeit auch noch nicht wirklich näher beurteilen. Also dazu gab es mal einen Fall in Wien, während mehrere Geschäftsleute in der Nähe eines Palais Coburgs im ersten Bezirk waren, die sind betroffen worden von Polizeiabsperrungen rund um die Iran-Konferenz und die waren dann davon betroffen, dass sie 2 Wochen lang keine guten Geschäfte gemacht haben, respektive gar keine machen konnten. Und das hat halt entsprechend für Verwirrung auch gesorgt. Okay, das ist jetzt ein interessantes Update. Weil es ging dann auch darum, wer zahlt da den Schaden. Hier seht ihr gerade die Polizei und die Motorrad-Eskorte hat sich in den Schatten begeben. Die ist ja vorher direkt vorne an der Straße gestanden. Das könnte vielleicht bedeuten, dass sie doch nicht den Hubschrauber jetzt fliegen. Aber ja, man sieht auch, drüben hinter den Autos ist es kritisch zu sehen sein. Eine Polizeipatrouille. Leute können aber weiterhin zum Flughafen ganz normal fahren. Ja. Gibt's Fragen? Packen wir so rein. Bevor ich da zum Kinderspielplatz fahre. Ah, schaut's. Jetzt sogar einen besseren Zugang. So. Peter, gibt's schon ein Update? Kürzer. Das ist auch so atmungsaktiv, wie die Polizei bekommen. Gibt's schon Update, oder? Ja, gibt's schon Update. Na, okay. So. Also, das ist leider Gottes das Traurige, also ihr seht gerade, hier ist die... So, ihr seht gerade das Leitwerk hinten. Von der Iljuschin 76 und da kommt, das sind jetzt auch, da ist die Präsidentenmaschine zu sehen, neben diese Busse. Ja, und ich glaube, jetzt wird einmal entschieden, wenn Putin überhaupt noch da ist, ob er möglicherweise mit einer Autokolonne oder eben mit einem Helikopter kommt. Und ihr seht, auch hier ist eigentlich eine relativ entspannte Sicherheitslage, das heißt, wir sehen hier einen doppelten Zaun, aber man sieht wiederum hier keine Security direkt auf der Rückseite. Julia Tatzel hat geschrieben, es hieß, dass noch mehr Flieger kommen. Stimmt das? Ja, das hieß es. Es sind insgesamt 2 Maschinen ja schon vor Ort. Es gibt laut Flugradar noch eine 3. Maschine, die von Sochi über die Türkei fliegt. Destination Unknown. Das war mein Stand aber vor 2 Stunden. So, Peter, wir sind fertig. Ja, wenn ich sage, dass wir trinken, dann sind wir fertig.
Okay, gut. Der Peter hat gemeint gehabt, es soll was trinken geben, weil die Batterie ist eh auch schon leer. Nicht nur die da, sondern auch die in der Kamera. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und das war ja doch, glaube ich, eine nicht ganz so uninformative Sendung für euch. Wenn es Fragen gibt, ihr könnt uns die jederzeit zukommen lassen an redaktion@inside-politics.at. Ihr könnt auf unserer Webseite www.inside-politics.at auch mehr über uns erfahren. Und abschließend gibt es noch eine Info. Wenn ihr zum ersten Mal zugeschaut habt, dann würden wir uns natürlich einerseits über ein Like und andererseits über einen Subscribe, also ein Abo freuen. Ihr könnt natürlich auch jederzeit up to date sein, indem ihr einfach auf die Glocke drückt. Dann bekommt ihr eine Notifikation. Dann in dem Sinne, thanks for watching, see ya.